Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tagesnagi-Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir schauen heute mal rein, was ich dir mitteilen darf, welche Botschaften durchkommen aus der geistigen Welt durch die Tarotkarten. Und wie immer ist es ein allgemeines Orakel und es kann mit dir und deiner Situation zusammenhängen, muss es aber auch nicht. So, wir schauen mal rein, was heute so los ist. Da fällt glatt eine hinten raus, das Ass der Münzen. Na, das hatten wir doch gestern auch schon. Es kann durchaus sein, dass hier etwas reinkommt, eine positive Veränderung. Drei Münzen. Durchaus möglich, dass diese positive Veränderung mit anderen Menschen zu tun hat. Dann haben wir hier noch den Hierophanten. Den Wagen und die Sieben der Stäbe. Ja, meine Lieben, in der Mitte der Legung haben wir heute eine große Arcana-Karte und zwar den Hierophanten, daneben gleich den Wagen und als letztes die Sieben Stäbe. Wenn ich mir das hier so angucke und so mich reinspüre, dann habe ich das Gefühl, dass es hier heute Klick macht. Ja, es kann sein, dass es bei dir heute vor allen Dingen im Inneren so eine Art Erlaubnis gibt, jetzt etwas Neues zu beginnen, etwas anders zu machen, beziehungsweise auch die Chance zu ergreifen, einen Richtungswechsel einzuleiten. Wir haben hier ganz viel positive Schubkraft liegen. Es kann sein, dass du nicht mehr auf deinem alten Pfad bleiben möchtest, was auch immer das dann für dich im Einzelnen bedeutet. Es kann sein, dass du keine Lust mehr hast, immer in einem chaotischen Zustand zu sein oder immer von den Energien anderer Menschen belästigt zu werden. Und dass du jetzt denkst, okay, es ist jetzt an der Zeit, dass ich mein Revier abstecke, ne, dass ich erkenne, wo ich hin möchte, was gut für mich ist, was ich brauche. Und ich meine nicht, dass man über Leichen gehen soll. Versteh mich nicht falsch. Es geht nicht darum, hier irgendetwas zu tun, was anderen Leuten schadet oder irgendetwas zu machen, komplett ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Sondern es geht darum, dass du erkennst, dass du in deinem Rahmen, in dem du bist, eine positive Veränderung einleiten kannst. Dass hier auch ganz eindeutig eine Blockade gelöst wird, eventuell durch ein spirituelles Ereignis. Ja, bei diesem Hierophanten haben wir hier die Jakobsleiter. Und es kann durchaus sein, dass du einen Erkenntnisprozess im Inneren hast, der so logisch und so schlüssig ist und so stimmig für dich, dass du gar nicht anders kannst, als zu sagen, okay, jetzt mache ich es so. Ja, jetzt mache ich es auf meine Weise. Jetzt gehe ich das Ganze mal anders an, beziehungsweise jetzt mache ich das mal so, wie ich es für richtig halte. Die Tagesenergiezahl ist heute die 353. Und hier geht es auch darum zu erkennen, an welcher Stelle man sich eventuell noch in einer Art Mangelbewusstsein befindet. Ja, wo fühlst du dich nicht gut? Wo mutest du dir selbst zu viel zu? Wo gehst du über deine eigenen Grenzen, nur um jemand anderem etwas zu beweisen oder zu gefallen oder den Anforderungen des Systems zu entsprechen? Und jetzt geht es darum zu erkennen, okay, warum mache ich das? Warum gönne ich mir keine Auszeiten? Warum gönne ich mir nicht das bisschen Spaß oder weshalb komme ich hier nicht voran? Es geht vor allen Dingen darum, die eigenen inneren Begrenzungen heute erstmal zu erkennen und dann zu schauen, ob du vielleicht dich von anderen Leuten dahin treiben lässt, dich so zu verhalten, weil du von diesen Menschen gemocht werden möchtest, oder ob du das einfach tust, weil es schon so wie eine Art Programm in deinem Inneren ist, deine Programmierung. Ja, das habe ich immer so gemacht, das macht man halt so, das habe ich von meinen Eltern gelernt. Und jetzt merkst du vielleicht, dass du die ganze Zeit dich im Kreis bewegst, dass du die ganze Zeit immer und immer wieder in denselben Zyklus dich aufhältst, ohne hinzuschauen. Und jetzt, heute könnte der Tag sein, wo du lernst, genauer hinzuschauen und dann zu merken, okay, ich habe hier Wahlmöglichkeiten. Es gibt hier immer die Möglichkeit, nach rechts oder links zu gehen. Es gibt hier immer die Möglichkeit, auszubrechen und etwas Neues zu beginnen. Achte darauf, dass du nicht in eine sture Schwarz- oder Weiß-Sicht gerätst. Ja, entweder ist es so oder ist es so.
Es kann auch manchmal sein, dass man nicht alle Informationen hat und das nicht genau weiß und dann ist es halt doch grau oder schachbrettartig angerichtet. An dieser Stelle geht es auch darum, Zwischentöne zu verstehen. Ja, nur weil man das eine nicht mag, muss man das andere nicht mögen. Oder nur weil man das eine mag, muss man das andere nicht verteufeln. Es geht mehr darum, herauszufinden, was wirklich für dich in deinem Inneren das deine Wahrheit ist, ja, was für dich das Richtige ist. Wir schauen mal in das Orakel der Inspirationen herein und schauen, welche Zusatzbotschaft wir hier mitbekommen. Was darf ich dir heute noch mit auf den Weg geben aus dem Orakel der Inspirationen? Die Chance. Unternimm den Sprung ins Ungewisse. Der göttliche Schutz steht dir immer und überall bei. Ja. Na, mit dem Ast der Münzen gibt es hier die Chance, irgendetwas Neues zu beginnen oder irgendetwas in Angriff zu nehmen, was du vielleicht vorher nicht gesehen hast oder nicht wahrhaben wolltest. Je nachdem. Und dann nehmen wir noch eine Karte aus dem Engeltherapie-Orakel. Welche Botschaft für Heilungschancen bekommen wir heute hier mit? Das Basischakra. Achte auf positive Gedanken, um dein Zuhause, deinen Beruf und deine finanzielle Situation zu beschreiben. Denn deine Worte entscheiden über das Ergebnis. Ja, achte gut darauf. Achte hier auch auf Dinge, die neu anfangen. Das ist das, was mir hier gerade als erstes durchkommt. Mit dem Ast der Münzen. Achte wirklich gleich am Anfang von etwas Neuem, sei es jetzt der Beruf oder eine Beziehung oder eine Freundschaft. Achte darauf, ob das wirklich so ist, wie du glaubst. Ja? Schau genauer hin. Nimm vielleicht auch nochmal einen Schritt Abstand und schau nochmal genauer hin, ob das wirklich zu mehr Frieden und Ruhe und Harmonie in deinem Leben führt. Prüfe hier genau, sortiere vielleicht auch aus, was du wirklich machen möchtest, was du nicht machen möchtest. Ja, es könnte sein, dass es jetzt gerade so eine kritische Phase ist und es hier noch die Möglichkeit gibt, gewisse Elemente nochmal genauer anzuschauen. So, eine Karte aus dem Orakel der Göttinnen. Huch, es sind ein paar mehr. Eine liegt hier oben und ich glaube, zwei sind noch runtergefallen. Wir nehmen erstmal die. Mutter Maria, erwarte ein Wunder. Vertraue darauf, dass deine Gebete erhört werden. Auch hier achte auf deine Wortwahl bei deinen Gebeten. Ja, manchmal ist es auch schwierig, wenn wir das bekommen, was wir uns gewünscht haben. So, ach, das ist noch eine, die runtergefallen war. Das war die leuchtende Zukunft. Sorge dich nicht, alles wird gut. In dem Sinne, nutze hier deine Chance, ja, achte auf die Anfänge und bewahre dir vor allen Dingen den Glauben daran, dass es diese höhere Instanz gibt, an die du dich anbinden kannst. Ja, es gibt diesen göttlichen Funken in dir und der weiß eigentlich, was das Richtige für dich ist. Nur oftmals haben wir verlernt, auf die innere Stimme zu hören oder sind so oft auf die Nase gefallen, dass wir uns selbst nicht mehr trauen, wenn es um unsere Intuition geht. Und jetzt ist es an der Zeit, hier wieder herauszufinden, welcher Stimme im Inneren du zuhörst. Ja, ist es ein ängstliches, ego-basiertes Stimmchen, was da kommt? Oder ist es wirklich die Anbindung nach oben, die da ist? Heute ist ein Tag, wo man sich sehr genau selbst auch sehr genau selbst beobachten sollte, damit man diese positive Veränderung, die da reinkommt, dann auch wahrnimmt. Und die Blockade, die aufgelöst wird, auch wirklich gehen lassen kann. Und dass man sich nicht selber im Weg steht, könnte man sagen. In dem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch alles Gute, gehabt euch wohl, passt gut auf euch auf. Und ich freue mich wie immer über Likes und Kommentare. Wenn du magst, abonniere gerne meinen Kanal oder besuch mich mal auf meiner Homepage. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann morgen früh wieder. Bis dann. Ciao.